Viele Grüße aus dem Wellnessclub. Diesmal mal nicht mit einem Statement, sondern mal wieder mit Übungen, die ihr zu Hause anwenden könnt. Viele von euch haben ja die Utensilien, die wir uns heute ausgesucht haben, zu Hause, weil sie wandern gehen selber. Also im Rucksack wird es wahrscheinlich jeder haben. Bianca zeigt heute schön, dass sie wie ein Schulmädchen hier langläuft. Und übrigens, sie hat auch noch ihre Wohlfühlhosen an, weil sie sich in der Zeit geirrt hat und schnell vom Sofa runter musste. So sieht Bianca zu Hause aus. Zu Hause. So. Wir haben den Rucksack bereit. Genau, heute soll es ein Rucksack-Special geben, haben wir uns überlegt. Der Rucksack ist symbolisch für Gewicht. Also wer jetzt sagt, ich nehme einen Eimer für die Dinge, die mir vor dem Körper machen, kann man das natürlich auch mit dem Eimer. Rucksack in dem Fall gut, weil er eben zu tragen ist und weil man den schön befüllen kann. Ne? Also ihr könnt dort schön Flaschen reinmachen oder andere auch für Gewichte. Okay, dann fangen wir mal an mit der Lorena. Erste Übung. Kreuzheben und Frontheben im Wechsel. Hoch, runter. Wir haben es geübt gerade, eigentlich ging es aber. Ah, gut. Also okay. Wir sind alles nur Leiden. Nur Leiden. Hoch, erst wieder runter. Dann wieder runter. Hoch, wieder runter. Und dann, ja, aber jetzt hat es. Sorry. Rücken schön gerade. Und wie immer 25 wieder runter. Ja, kann man machen. Ohne. Nächste Übung, achtet bitte zu Hause auf euer Level, achtet darauf, dass der Boden das auch hergibt, ne, dass es nicht so rutschig ist. Wer sich das nie zutraut, macht es natürlich nie. Das sind alles Vorschläge nebenbei. Okay. Also das nächste wäre ein sogenannter Liegestützsprung. Also wir starten im Stand. Nach oben, zurückspringen, wieder anspringen. So, genau. Rucksack für euch zu Hause, Rucksack natürlich auf eure Größe. Gut, reicht für 25 Mal. Ne? Okay, nächste Übung. Rucksack auf, genau. Unterarmstütz haben wir schon gehabt. In dem Fall jetzt mit Gewicht am Rücken und Füße im Wechsel vom Boden heben. Genau links, rechts, links, rechts. Wer es schafft, 20 pro Bein. Okay. Nächste Übung ist in Bauchlage für den Rücken. Jawohl. Arme sind im rechten Winkel neben dem Oberkörper, Beine in der Ausgangsposition, das heißt Füße nebeneinander, auf die Zehenspitzen gestellt, Fersen schön eng zusammen und Knie in die Luft. Genau. Jetzt Kopf anheben, Blick zum Boden, dann streckt sich der rechte Arm lang nach vorne, kommt zum rechten Winkel zurück, der linke zurück und beide. Jawohl. Rechts, schön lang machen wir angefangen, lang, jawohl, beide lang und wieder zurück. Rechts. Links, beide, fünf. Jawohl. Okay. Achso, ja, wer es schwerer haben will, jetzt nochmal die Ausgangsposition. Jawohl, wer es schwerer haben wollte oder will, kann natürlich schon die Füße in die Luft nehmen. Beide und halten. Genau. Gut. So, dann haben wir die nächste in Rückenlage. Auch mit Rucksack. Also Arme sind gestreckt nach oben in Richtung Decke, Oberkörper schön anheben, sodass die Schulterblätter frei liegen. Jetzt die beiden Beine anheben und paddeln. Blick ist schön zur Decke, gleichmäßig atmen, also nicht die Luft anhalten. Und so wie bei den sonstigen Halteübungen würde ich sagen, so 60 bis 90 Sekunden pro Runde. Und auch natürlich je nachdem, wie schwer der Rucksack beladen ist. Okay? Gut, dann anschließend an diese Übungsreihe, die wir wieder empfehlen, drei Durchgänge mit den genannten Wiederholungen oder mit den genannten Sekundenzeiten, immer pausenfrei, also drei Runden. Im Anschluss an diese
diese Übungsreihe. Heute nochmal zwei, drei Übungen zum Dehnen. Erste Übung, genau, Rückenlage. Das rechte Bein ist schön lang gestreckt, das linke greift hier ungefähr an Kniekehlenhöhe und streckt es in Richtung Decke. Jawohl. Ja, also Richtung Decke. Nochmal Seite wechseln. Zum Dehnen, das müsst ihr nach Gefühl machen. Also das kann eine Minute pro Seite sein, das kann, wer das gerne mag, kann man wohl zwei Minuten pro Seite liegen. Das ist so nach dem Messenstag. Nächste Übung, linkes Bein anstellen, das rechte Bein überschlagen, dann greift ihr mit beiden Händen durch, genau, greift die Oberschenkelrückseite und zieht es zum Oberkörper. Genau, nochmal Seite wechseln. Können wir nochmal machen. Mal sehen, wo es in beide Seiten geht. Jawohl. Genau. Und Übung 3 liegen ist, eins der Beine wieder lang machen, das andere rechtlinklich und dann Becken überkippen. Genau, die Hand darf mit unterstützen. Der andere Arm ist in Schulterhöhe zur Seite gelegt. Gestreckt ist. Ja, volle Fußfläche hier, volle Fußfläche, jawohl. Und dann zum Kombinieren für Rücken noch Arme lang nach vorn ziehen, Rücken schön lang ziehen, Seite mal wechseln. Okay, das soll es in dem Fall gewesen sein. Sind wieder. Wir können uns in den Länder erklären. So, okay. Danke, Bianca. Entschuldigung. Sehr schön. So, wir wollen euch bloß noch mal zeigen, wir hatten schon sehr, sehr lange für euch, für unser, was haben wir, haben immer ein Spiel gemacht, ne, oder sowas, also einen Weihnachtskalender gekauft. Also der ist da und leider kann man den mit euch aufmachen. Und deshalb wollten wir jetzt mal die 1, 2 und 3 aufmachen. Ja, und ich fange an. Die 1 sehe ich gerade. Das ist nicht groß geschrieben. Oh! Was hat er jetzt leider? Happy Übung. Ohne viel Übung. Bianca, 2. Das war die 2 war für die Challenge mit dem Springen, ja, ne? Deswegen. Die Bianca und die 1, die Lorena und die 1, die haben die gleich gesehen. Und die 2? Also, für Martin findest du auch nicht. Ich habe schon mal meine 3. Na schön. Ich habe schon mal meine 3, was ihr mit eurer 2 macht. Schönen zweiten Advent und wir melden uns bald. Viele Grüße. Tschüss.